Hallo, servus, grüß euch, ich bin's wieder, Pato. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist eigentlich nur im Hintergrund so schöne Tore von mir zusammengestellt. Das Video ist aber schon ziemlich alt. Ich wollte aber nicht ohne nichts einfach aufnehmen. Ich wollte euch nur auf diesem Wege wirklich ein wunderschönes neues Jahr wünschen. Viel Gesundheit und dass eure Träume und Wünsche auch wirklich in Erfüllung gehen. Für mich das Jahr 2015, das war ziemlich viele Offs und ziemlich viele Ups. Also das war, glaube ich, mit der Geburt meines Sohnes 2013, ich denke mir, das Jahr mit den meisten Erlebnissen. Zum Beispiel, ich habe meine eigene Wohnung, eine schön große 80 Quadratmeter, 3-Zimmer-Wohnung, Dachgeschoss, wunderschön. Dann ja, was war noch zum Beispiel? Meine langjährige Beziehung ist den Bach runtergegangen. Also ist vorbei. Wurscht, egal. Das Leben geht weiter. Also da will ich nicht mehr darüber viel reden, weil es einfach nicht mehr der Rede wert ist. Ich muss einfach nach vorne schauen. Zurück. Warum sollte ich zurückschauen? Bitte. Wenn ich will keinen aufhalten, der gehen möchte. Von daher Pech gehabt. Ciao. Was hatte ich noch alles? Also ich habe ein Jahr lang habe ich Vorbereitungszeit benötigt, beziehungsweise ich habe mir ein Jahr Zeit gegeben. Konkret Weihnachten 2014 bis eben zum Release von FIFA 16. Da habe ich wirklich viel im YouTube nachgelesen, Tutorials, Schneider-Tutorials. Und dann noch Lizenzen, dies, das, also ich habe ein Jahr lang gebraucht und jetzt seit 3 Monaten ziehe ich das auch wirklich durch. Ich hätte mir auch nie gedacht, dass es auch in meinem Freundeskreis einen kleinen Hype macht, also wirklich, dort höre ich wirklich nichts Schlechtes und sollte wer überhaupt schlecht darüber reden, dann soll er einfach reden, ja, weil keiner weiß so richtig meine Motivation dazu und ja, die sollen sich die, wenn es welche gibt, wenn es Negativkommentare gibt, wirklich, die können sich das ruhig in den Arsch schieben, weil mir ist das richtig egal. Wenn man mir das nicht direkt ins Gesicht sagen kann, ja, was soll ich machen? Weil das hätte ich auch gar nicht gedacht, so jetzt überhaupt in den letzten Videos habe ich gemerkt, so ja, die Relevanz bzw. die Reichweite steigt und steigt und steigt. In Instagram merke ich das auch, also das Profil ist knapp nicht einmal ein Jahr alt, ich glaube im März habe ich das eröffnet, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Habe dort jetzt schon 11.000 Follower, schade, dass ich das in YouTube nicht auch schon habe, also 11.000 Abonnenten. Ne? Allerdings, das ist nämlich mein Ziel für 2016. Wie FH Max, also der erste, eher mein Vorbild, was heißt Vorbild, also ich richte mich nach ihnen, beziehungsweise ich bin einfach gespannt, ob ich das, was er geschafft hat, innerhalb eines Jahres, ob ich das auch schaffe. Also er hat innerhalb eines Jahres genau 10.000 Abonnenten gehabt. Also würde mich ungemein freuen, wenn wir das auch erreichen. Natürlich gelingt mir das nur durch eure Unterstützung. Und ich baue sehr darauf. Also ich gebe wirklich mein Bestes, dass ich euch wirklich gutes Gameplay zeigen kann. Aber nicht nur Gameplay, sondern auch Unterhaltung. Dies, das, Ananas, ich weiß nicht, also YouTube ist ja, dieses Spektrum ist ja ziemlich groß, man kann dort so viele Dinge machen. Natürlich habe ich mich ja momentan auf FIFA Let's Play fixiert, weil ich der Meinung bin, dass ich das Spiel gut kann und auch vom Reden her, vom Commentary, ich denke mir, dass ich da schon nicht schlecht bin darin, aber natürlich kann ich das nicht selbst entscheiden. Ob ich gut oder schlecht bin, das müsst ihr, ihr seid ja die Zuschauer, ihr müsst entscheiden, ob ich für euch gut oder auch schlecht bin, ja. Auf jeden Fall, das ist mein nächster Wunsch, 10.000 Abonnenten in dem Jahr 2016. Ich hoffe, wie gesagt, dass mir das mit euch gelingen wird. Ich bin ziemlich optimistisch, natürlich soll ich nicht zu optimistisch sein, weil es kann ja auch einmal schlecht laufen. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich von den sogenannten Hatern so ziemlich ferngehalten wurde, also es war so 1-2 Wochen oder 3 Wochen war halt so irgendetwas, dieser komische mit den Dislike-Bots, aber ja, dem war halt langweilig auf meinem Kanal, weil mich das nicht interessiert, natürlich so Hater-Kommentare interessieren mich schon um einiges mehr, natürlich bin ich immun dagegen, weil wie gesagt, ich habe ein Jahr darauf hingearbeitet und jetzt, wenn da
Leute einfach so scheiße schreiben, ja, was soll ich jetzt machen, solange es nicht der Großteil ist, also wenn es wirklich einen Großteil gibt, der was dann dumm herumhatet, ja, dann muss ich mir halt schon überlegen, ob ich das jetzt noch kann oder was halt der Knackpunkt dazu ist oder der Fehler, also was ich da für Fehler mache. Auf jeden Fall, solange es nicht da so weit ist, feiere ich YouTube, ich feiere das mit euch, ich feiere euch alle. Ich danke auch die ganzen Instagram-Seiten, deutsche FIFA-Community, deutsche FIFA-YouTubers, auch viel FIFA-Faktner, also und, also da gibt es schon eine Menge. Aber diese drei Seiten, die sind mir ganz besonders in Erinnerung geblieben, vor allem der Euli, deutsche FIFA-Community, Wahnsinn. Seitdem ich glaube, einen Monat war ich auf YouTube und der hat mich sofort gepacktet. Also ich feiere das richtig. Danke dir, Olli, noch dafür. Und du, ich muss dir noch einmal sagen, ich werde das dir nie vergessen. Du bist mein erster größerer Supporter. Und ja, noch einmal meine Ziele über 2016. Natürlich irgendwann mal bei Fatal dabei sein, beim originalen Fatal. Natürlich, wenn es auf PS4 kommt. Aber wenn es heißt so, Mann, Pato, wir wollen dich unbedingt dabei haben. Allerdings Xbox, ja, dann kaufe ich mir auch eine Xbox, ja, Hauptsache ich bin dabei. Also das ist mein nächster Wunsch. Ich weiß ja ganz genau, dass es nicht 2016 sein wird, aber darüber hinaus. Das ist ein großer Wunsch in mir. Und noch einmal, also ich will das Video nicht zu lange halten, ne? Alles Gute für euch. Ich wünsche euch nur das Beste, euren Familien, euren Freunden, jeden Einzelnen. Alles Gute, viel Gesundheit, nochmal, eure Träume und Ziele sollen einfach in Erfüllung gehen. Bleibt so, wie ihr seid, bleibt einfach gute Menschen und das, dann ist auch alles gut, wenn man das so sagen kann. Natürlich auch in diesem Video darf mein Kiss nicht fehlen. Alles Liebe, euer Pato, ciao. Morgen, spätestens übermorgen, geht es weiter mit dem nächsten Video, High-Rated Food Draft. Also ich hoffe, ihr werdet euch auch darauf freuen. Alles Liebe, meine Freunde. Ciao. Bye-bye. Ciao. So I said, no, no, no. It was supposed to be my cancer cure. What did you do to me? Killed and no one to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my cancer cure. What did you do to me? I killed and no one to free for champions. I can't believe you're trolling. Wait a minute! Supposed to be my pentakill, what did you do to me? I killed and no one to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill, what did you do to me? I killed and no one to free for champions. I can't believe you're trolling.